Dreams are like angels, they keep at a bay. Love is the light scaring darkness away. I'm so in love with you. Make love your. Hier war was los. Euer Coach weint. Die Leute stehen auf den Stühlen. Ich glaube, ihr habt alles richtig gemacht. Tim, du lachst. Was ist los? Ja, ihr habt alles richtig gemacht. Lena und ich haben alles falsch gemacht. Ja, das stimmt. Respekt. Gute Songauswahl. Geil. Das war fett. Danke. Lena, du saßt da gerade während des Songs und hast so... Ich bin sprachlos. Ich glaube, das ist das Krasseste, was ich seit langem gehört habe. Danke. Das sind drei ganz tolle Mädchen, alle drei. Alle Jury wird es gleich richtig schwer haben. Stimmlich war das Wahnsinn. Und wenn ich nicht muss, dann würde ich jetzt nicht sagen, wen ich weiterlassen würde. Du musst nicht. Ja gut, nee, dann würde ich euch alle drei weiterlassen. Danke, Lena. Tja, Henning, für dich ist das natürlich jetzt eine unglaublich schwere Entscheidung. Ja, also, Ladies, vielen, vielen Dank. Wenn man nach heute oder nach dieser Performance nicht weiß, warum man ein Format wie The Voice Kids dringend, dringend braucht, dann weiß ich es auch nicht. Also, ganz, ganz große Klasse. Marie, du bist eine große Stimme und das hast du heute auch unter Beweis gestellt. Große Klasse.
Julika, du bist für mich ein Komet. Du stellst dein Licht teilweise sehr, sehr stark unter den Scheffel. Aber auf der Bühne fängst du an zu glühen. Sensationell. Und das hat mich unfassbar berührt. Ein Großteil meiner Rührung wegen dieses Songs kommt durch die Art und Weise, wie du es performt und gesungen hast. Das können nicht viele. Großartig. Dankeschön. Ja, Michelle, ich weiß nicht, ob es mal Zeiten gibt, in denen du mal aufhörst zu lachen. Allein dieses Lachen gehört ins Fernsehen, finde ich. Du hast eine grandiose Stimme, bist mit unfassbarem Talent gesegnet. Und es tut in der Seele weh, mich für einen von euch dreien entscheiden zu müssen. Seid stolz auf euch alle, aber in die Sing-Offs nehme ich mit. Michelle. Julika, vielen Dank. Also ich denke, ich kann jetzt stolz auf mich sein, auch wenn es jetzt nicht geklappt hat. Aber ja, ich nehme viel mit. Die anderen zwei tun mir ein bisschen leid, aber ja, jetzt versuche ich halt dem Singen auf wieder das Beste zu geben. Also ich hätte mich auch für Michelle entschieden. Ja? Ja. Ich hätte witzigerweise Marie genommen, ne? Die finde ich so süß. Ja, du kannst dich nur nach Süßheit entscheiden, Tim. Michelle hat auf jeden Fall gesanglich überhaupt keine Schwächen. Herausragend ist ihr Soul und halt eben auch von Gefühlen singen zu können, die sie in ihrem Alter noch gar nicht verstehen kann, aber trotzdem halt eben wirklich sehr, sehr glaubwürdig rüberbringt.